Minecraft Manhunt. Eine Vielzahl von Minecraft-Spielern versuchen, einen anderen Spieler abzuhalten, Minecraft durchzuspielen. Das Prinzip kennt man ja eigentlich von Dream, aber die Besonderheit heute. Wir haben das Ganze nochmal aufgepeppt. Statt 3, 4 oder 5 Leuten spielen heute 100 Spieler als Hunter und versuchen, mich aufzuhalten, Minecraft durchzuspielen. Das Ganze wäre zu langweilig, wenn es nicht das Chaos Manhunt wäre. Wieso Chaos? Alle 5 Minuten kommt ein spannendes Event, was das Ganze nochmal aufpeppt. Von Effekten bis zu Spielertausch ist alles dabei. Dazu gibt es alle 20 Minuten einen Loot-Drop bei jedem Spieler, also Kisten mit gutem Loot drin. Und wie das Ganze ausgeht und ob ich es schaffe oder die Hunter, das seht ihr in diesem Video. Das Ganze ist im Stream entstanden, twitch.tv/tjatv. Ansonsten liken, kommentieren für den Algorithmus und Feedback würde mich auf jeden Fall freuen. Und ansonsten film ab das allerbeste Video, was ich jemals hochgeladen habe. Viel Spaß. Das hier ist mein Skin. Bis zu 100 Spieler werden mich verfolgen. Ich muss versuchen, Minecraft durchzuspielen. Es gibt Loot Drops, Events, alles Mögliche. Jede Minute kommt ein weiterer Spieler in das Spiel rein. Am Anfang ist es ein Random Hunter. Jetzt kommt jede Minute einer dazu von euch mit Events, mit Loot Drops und so weiter. Dieses Manhunt ist nicht scripted. Wie manch anderer. Dream. Was ein Spawn! Und der andere Hunter ist Bredobri. Go. Okay, Leute. Er holt. Oh mein Gott, er hat ein besseres Haus als ich. Er ist nicht schlecht. Er weiß ganz genau, was er macht. Rennt er mir direkt hinterher. Er rennt mir nicht direkt hinterher. Aber das kann sich ändern. Er rennt mir direkt hinterher. Doch, er ist hier. Food habe ich? Er hat keinen Food. So, Kollege. Ich gehe das Risiko ein. Das ist mein Dorf. Das ist mein Dorf. Let's go. Ich habe ihn. Zack, zack und zack. Wir haben auf jeden Fall die Stone Tools, die wir brauchen. Oh mein Gott. Ja, er schreckt mich noch mehr. Rot on Mass, sehr gut. Bitte drop mir mindestens 4. Das wäre sehr schön, weil dann kannst du mir direkt ein Schild und ein Ei machen. Wir haben 4. Let's go. Okay, let's go. Wir haben auch genügend Brot. Wir werden noch durchs Killen von anderen Huntern Brot haben. Wasser einmal direkt mitnehmen. Da hinten ist Krusty. Und Krusty hat den Stream offen auf dem zweiten Bildschirm. Er weiß ganz genau, dass ich ihn sehe. Er hat besseres Equip als ich. Nein, hat er nicht. Ich gehe auf ihn. Ich gehe auf ihn. Da ist der Hunter, den ich holen will. Diesen Hunter werde ich erlegen. Er hat keine Chance. Er hat gegappt, Leute. Er hat gegappt. Ich renne. Woher hat er den Gap? Ist das ein OP-Gap? Nein, es ist ein normaler Gap, sonst hätte er länger anhaltende Regeneration. Ich habe eine Idee, Leute. Ihr wisst ganz genau, was ich machen werde. Ich werde es jetzt nicht aussprechen, aber ihr wisst es. Wie hat er einen Hit auf mich bekommen, frage ich mich gerade. Er hat Speed 1. Oh mein Gott, jawohl. Jawohl, jawohl! So nicht anders! Ich habe leider jetzt Glowing. Das Event, was jetzt läuft, ist Glowing. In 8 Minuten kommt der erste Loot-Drop. Wir haben hier einen Enderman. Bitte gönn. Jawohl, eine Enderperle. I guess, wir machen uns einfach Schuhe. Wir brauchen echt Rüstung. Pfeile. Let's go. Da ist jemand. Ich habe einen Hunter gesehen. Ich sehe ihn. Miridis. Miridis hat viel besseres Equip als ich. Auf freiem Feld kämpfe ich aber viel lieber. Komm her. Ich hab Lava, er hat keine. Er hat noch einen Schuss. Ich spiele das besser runter als er. Noch ein Schuss. Noch ein Schuss. Hab ihn. Jawohl. Komplett flawless geholt. Das war so game-changing. Loot Drop. Okay. Jetzt haben alle Spieler einen Loot Drop. Jetzt wird's spannender. Okay, hier ist ein Lavasee. Let's go. Kein Hunter hier. Alles klar. Okay, die Hunter haben Unsichtbarkeit. Doch nicht alles klar. Das ist überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht. Ich gehe das Risiko ein. Ich gehe in den Nether. Unsichtbarkeit im Nether. Ganz böse. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein. Hier ist noch ein Nether-Portal. Warte mal. Heißt das, jemand campt das hier gerade ab? Oh, oh mein Gott. Hier ist er. Aha. Ja, toll. Super. Leute. Nein. Nein. Ich muss wieder zurück. Ich muss wieder raus. Ohne Unsichtbarkeit. Mach ich nicht mit. Mach ich nicht mit. Hier ist jemand. Hier ist ein Hunter. Oh mein Gott. Mein Aim. Ich bin shaky. Ich habe einen Hunter. Sie campen gerade hundertprozentig das Portal ab. Ich weiß nicht, ob ich das Portal noch benutzen will, to be honest. Mindestens 2, 3 sind da jetzt im Nether und warten auf mich. Ich sehe an. Hier ist ein Loot Drop. Der Loot Drop wurde gelootet.
Wo ist der Gegner? Da ist den. So, sie haben Jump Boost. Sie sind langsamer als ich. Komm, ist noch ein Hunter. Hab ihn. Jawohl. Das war sehr, sehr smooth. Er schwimmt. Er hat sich holt sich das Equipment. Man hat gesehen, dass er schwimmt, um nicht so easy gehittet werden zu können. Das ist ein Trick, den viele benutzen. Actually extrem smart. Mein Nachteil ist jetzt, die sind zu dritt und rennen mir hinterher. Und das werde ich nicht machen. Inventar liegt. So, jetzt hab ich's. Brutes! Brutes! Okay, das war close. Das war close. Das war close. Alles cool. Okay, doch, nicht alles cool. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Als ob ein Hunter bei uns war. Nein. Nee, oder? Oh mein Gott, jawohl. Genau das wollte ich. Let's go. Ab geht's. 16 Goldblöcke haben wir. Ihr tradet jetzt mal bitte richtig guten Stuff mit mir. Alle da rein. Genau. Oh mein Gott, ich habe direkt Pearls. Ich fasse es nicht. 4 Pearls direkt. Das ist so gut. Wir haben 16 Obsidian, 7 Pearls. Okay. Krass. Hier ist ein Gegner. Hier ist ein Gegner. Hier ist ein Gegner. Oh mein Gott, ich habe Soul Speed. Das ist gut. Oh mein Gott, wie viele Menschen sind hier auf einmal? Nein, ich muss mich wegteleportieren. Ich habe 7 Pearls. Ich muss es tun. Ich muss weg. Kennt, ich muss. Leute, ich muss weg. Ich muss weg. Sofort. Sofort weg hier. Ich habe noch Fire Resistance. Alles gut. Alles cool. Alles cool. Ich lebe. Oh mein Gott, dass ich noch lebe, ist wirklich krass. Ich habe einen im Blick, den ich jetzt gleich killen werde. Wie hat er es geschafft, so schnell hinter mir zu sein? Ich werde von 3 Personen angegriffen. Hätte mich das Skelett gerade abgeschossen, ich wäre gestorben. Ich hätte Moonshine gerade fast holen können. Sie verfolgen mich zu dritt. Brigi hat keine Rüstung, ist auch hinter ihm. Okay, das war sehr, sehr krass von Moonshine gekämpft. Mittlerweile sind sie zu viert hinter mir. Boah, das ist jetzt hart. Und jetzt ist hier noch ein Hunter. So. Ich könnte natürlich jetzt 2, 3 von denen, die kaum Rüstung haben, killen. Auch um 2, 3 gegen 1 würde das klappen. Einer schießt mich jetzt ab, das machen die echt gut. Jetzt ist hier noch einer. 5 hinter mir. Jetzt haben sie noch Unsichtbarkeit. Jetzt war es das komplett für mich, Leute. Unsichtbarkeit macht es nochmal viel, viel schlimmer. Jetzt hat er auch noch Lava. Das ist das Dümmste, was ich hätte machen können, hier die hier hinzuführen. War eine spannende Runde, war geil. Ich hätte da nichts machen können. Im Nether hätte ich gerne gespielt. Aber hat übel Bock gemacht. War übel geil.